gut, meine Lieben. Ich habe mal ein bisschen in einer Komplettlösung gewühlt. Und ich bin zwar nicht ganz schlau daraus geworden, aber ich versuche mal einfach mein Bestes, wie immer. So, erstmal habe ich gelesen, wie wir hier an diese komische Truhe da kommen. Und zwar... So, Moment, erstmal hier lang. Da drin ist nämlich ein Mastererz, habe ich gelesen. Da müssen wir erstmal wieder in den Raum da unten. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Ich war aber schon auf dem richtigen Wege, habe ich festgestellt. So, wir gehen erstmal hier hoch und sorgen dafür, dass jede Fackel im Raum aktiviert ist. Ach, ja, bin ich schon wieder in die falsche Richtung gegangen. Ist mal wieder ein Paradebeispiel für eine Gameblamer-Aktion. Wir müssen dabei übrigens darauf achten, dass die Schalter gleich beide deaktiviert sind. Aber wie gesagt, erstmal alle Fackeln hier im Raum anmachen. Die Fackel. Die ist an. Mal hier rüberlatschen. Okay. Die restlichen Fackeln sind alle hier unten, meine ich. Ist an, ist an. Moment, das machen wir nochmal aus, die Fackel. Die ist an. Ist hier noch irgendwo eine? Nein. Gut, ach Mann. Ich immer mit meiner Hektik. So. Jetzt legen wir hier kurz eine Bombe hin. Gehen hier hin. Aktivieren das. Und ach, scheiße, ich war zu langsam. Aber ihr habt gesehen, worauf das Ganze hinausläuft, nicht wahr? So, nochmal deaktivieren. So. Da muss man echt tricky und schnell sein. Scheiße. Beides, was ich nicht bin. Und dieser blöde Geist, der mir da noch im Weg steht, ist auch nicht gerade hilfreich. Jawohl. Boah, in der letzten Sekunde geschafft. Können wir auch den Schalter hier. Damit kommen wir nachher wieder raus. Aber jetzt machen wir erstmal auf und kriegen ein zweites Mastererz, was uns dazu befähigt, unser Schwert beim Meister hier zu verbessern. So, und jetzt muss ich mich leider nach der Komplettlösung da irgendwie orientieren, damit nicht wieder sowas passiert wie in der letzten Folge. So, so, wenn wir das gemacht haben, kehrt wieder zurück und wählt den linken Ausgang. Den linken, hier müsst ihr den Schalter mit dem Schwert betätigen. Okay, das kennen wir ja schon. Aber brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir ja sowieso hier rausgehen. Im nächsten Raum legt ihr eine Bombe links auf die brüchige Stelle, fallt hinunter und wiederholt den Trick mit der Bombe auch hier bei den Rissen. Da. Lasst euch wieder nach unten fallen und sammelt die Rubine ein. Welche Rubine? Kehrt zurück ins Erdgeschoss. Waren hier irgendwo Rubine? Wir sind doch im Erdgeschoss, oder? Und lauft die Treppe rechts hinunter. Okay. Wir sind doch jetzt im Erdgeschoss, oder? Und lauft die Treppe rechts hinunter. Schon wieder totale Verwirrung. Also die hier geht auf jeden Fall hoch. Ach so, Erdgeschoss. Die Treppe rechts hinunter. Unter euch seht ihr im Dunkeln ein paar Pfeiler an der Wand, die nach unten zeigen. Ja. Da. Darunter ist eine brüchige Stelle, legt eine Bombe. Haben wir ja schon. Lasst euch durchfallen und sammelt den Schlüssel ein. Den haben wir auch schon. Springt von der Plattform und wählt den linken Ausgang.
schaltet das Licht aus. Moment. Begebt euch, drückt ihn und geht anschließend zur Truhe, die nun auftaucht. Damit findet sich anschließend, könnt ihr den Raum im Süden verlassen. Okay, weil die, wir haben hier ja schon das gemacht hier mit dem, mit der Truhe. Süden ist immer unten. Also hier. Geht hier nun unten links durch die Tür, nachdem sie mit einem der Schlüssel geöffnet wurde. Ja, das haben wir ja auch schon gemacht. So. Bla bla, die Streifen am Boden zeigen euch die Wege an, auch die Bomben werfen müsst, also legt eine Bombe davor, hebt sie auf und werft sie, das Ding rollt dann automatisch zum Schalter, bla bla, hin und her, legt und werft die Bombe im richtigen Zeitpunkt, um die Schalter zu erwischen, sind alle drei aktiviert, erscheint die Truhe, das haben wir auch schon gemacht, wandert zur gegenüberliegenden Seite, achso, verlasst den Raum, so, wandert zur gegenüberliegenden Seite. Für die, die noch bisher noch nicht zugeschaut haben, bisher noch nie, das läuft sonst nicht so, aber in der letzten Folge lief das hier absolut schlimm. Ja, ich bin nicht weitergekommen. Und von daher habe ich mir dann gedacht, ich spiele mal ausnahmsweise mit Komplettlösung, weil das hier sonst alles nichts mehr wird. So, hier zeigen alle Pfeile dahin. Findet sich auf dem Gitter und haben keine Möglichkeit. Loch in der Mitte, am besten einzeln, bla bla bla. Nun steigt in der Mitte auf die Plattform, auf und ab, fahrt nach oben und lauft links durch die Tür, presst euch an die Wand und eilt nach rechts. So, Moment. In der Mitte verwandelt ihr euch kurz zurück, schaltet das Licht mit dem Schwertschwung aus und geht dann als Gemälde weiter zu einem Schalter, den ihr aktiviert. Mitte, Licht aus, kurz erholen, weiter. Den habe ich doch schon aktiviert. In der Mitte verwandelt ihr euch zurück, schaltet da Licht mit einem Schwertschwung aus und geht dann als Gemälde weiter zu einem Schalter, den ihr aktiviert. Ja, schon längst passiert. Nun habt ihr alle nötigen Vorkehrungen unternommen, um den Weg zum Bosses frei. Springt hinab, lauft zum Tor und öffnet es mit einem großen Schlüssel. Ja, nee, ist nicht. Ist nicht. Da, das ist noch zu. Verfluchte Kacke. Weil ein Auge nicht belüftet, sag ich schon. Weil ein Auge nicht beleuchtet ist. Sieht man doch. Da, da fehlt ein Auge, das nicht beleuchtet ist. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann haben wir irgendwas irgendwo falsch gemacht. Ich meine, nicht umsonst ist da hinten das Licht, womit man wieder zurück kann. Glaub mir mal. Wir gehen mal wieder zurück. Selbst mit Komplettlösung versage ich. Das gibt's nicht. Das gibt es echt auf keinem Schiff. Ach, Moment mal. Nee, ne? Jetzt wollt ihr mich echt verarschen. So, Moment mal. Wir beamen uns jetzt mal zurück. Wenn das jetzt die eine Plattform war, ja, die gefehlt hat, dann kriege ich echt einen Rappel. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. Und das ohne Komplettlösung. Ohne, möchte ich nochmal betonen. Blödes Licht, geh aus. So. Mann, 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 dafür rennt man hier eine halbe Stunde rum und kriegt nichts auf die Reihe. Ich sollte weniger Kaffee trinken, dann bin ich nicht so aggressiv. Mann, ey. So, Bosskampf. Babo-Boss.
Wo ist der Boss? Komm raus. Ah, ich glaube, ich lasse das lieber noch da. Das Ausdauerdingen. Oh oh. Oh, der verliert schön jede Menge Rubine. Ui. Boah, hier darf man nicht gierig sein, ne? Glaube ich. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ach so. Oh oh. Jawohl, ja, das war ja jetzt easy. Da sage ich nur Puff. Ah, ein Herzcontainer. Ach, das Gemälde ist egal. Ich will den Herzcontainer. Boah, und gleich müssen wir mit dem Mastererz erstmal unser Schwert schärfen. Yeah, ein Herzcontainer. Du erhältst ein weiteres Herz und deine Lebensenergie wird komplett aufgefüllt. Ui. Brauchen wir mittlerweile, ne? Guck mal, wie schnell die Energie immer weg ist. Und jetzt berühren wir das mit unserer Nase. Oh, ein kleiner Zelda, kleiner Link. Hey, Gameblamer! Ach nee, Gri. Na, warst du überrascht? Also ich auf jeden Fall. Ich sollte einer der sieben Weisen sein. Wer sind die denn überhaupt? Und was machen die? Ich bin ja nur ein Kind, mir sagt man ja nix. Aber wenn es sieben sind, bedeutet das, dass noch andere auf ihre Rettung warten. Schnell, du musst ihnen helfen. Ja, okay. Tschö. Ha. Mit Schwert in Po. Schwert in Po, Mexiko. Auch in Lurule gab es vor langer Zeit einen legendären Helden, der große Taten vollbrachte. Doch jetzt hat Lurule keinen Helden mehr. Held von Hyrule, du bist unsere letzte Hoffnung. Ist der Held von Lurule vielleicht der dunkle Zelda? Der dunkle Link, Entschuldigung. Erstmal speichern. Speichern ist immer gut. Wie wäre es mit einer Pause? Niemals! Jetzt rufen wir erstmal hier die dumme Hexe und fliegen zu unserem leeren Haus. Warum habe ich das vorhin nicht eigentlich direkt so gemacht, sondern bin da erstmal hingelatscht vom Dorf der Verdammten? Ja, ja, ich höre dich doch. Da fällt mir ein, wusstest du, dass es Orte gibt, zu denen du nur mit der Hilfe eines Huhns kommst? Nein! So, als nächstes müssen wir da oben hin. Ah, nee, stimmt gar nicht. Doch, da oben, rechts in der Ecke. Unten Mitte und unten rechts. Dann müssen wir uns schon mal merken, damit wir da gleich direkt hinlatschen können. Und keine Zeit verschwenden. Die sieben Weisen brauchen meine Hilfe. Aber jetzt geht's erstmal zum Schreinermeister hier. Schon wieder ein halbes Herz verloren. Nur durch dieses blöde grüne Glibbelvieh.
Oh, da fällt mir ein, genau, das kann ich ja jetzt auch. Ach, schade, nicht getroffen. Ah, ein Herzcontainer. Ein Herzteil, Entschuldigung. Bringt es was, wenn ich hier die Fackeln ausmache? Nee. So, dann gehen wir mal zum Schreiner, zum Schmiedemeister. Ach so, ich könnte ja vielleicht sagen, dass ihr Sohn einer der sieben Weisen ist. Gameblamer, was ist nun mit meinem Gri? Ja, der ist ein Weiser. Was? Oh, zum Glück, ich bin so erleichtert. Er kann also noch nicht zu uns zurückkommen. Ich bin trotzdem unendlich froh zu wissen, dass es ihm gut geht. Ich sollte nicht weinen, dadurch kommt er auch nicht schneller zurück. Solange er irgendwann zurückkehrt, macht es mir nichts aus zu warten. Ich werde ihm sein Lieblingsessen kochen. Mein Kleiner hat bestimmt großen Hunger. Ja, das denke ich auch. Weiser sein macht hungrig. So. Ah, Gameblamer! Du warst denn die ganze Zeit? Was? Du hast Tri wirklich gefunden? Wo ist er denn? Verstehe. Wenn es ihm nur gut geht, ich kann das alles kaum glauben. Was? Nein, ich habe nur was im Auge. Du hast ihn also wirklich gefunden. Wenn ich es so ansehe, du bist in letzter Zeit so viel stärker geworden. Danke. Oh, tut mir leid, da fällt mir ein Gameblamer. Sag bloß, du hast zwei Brocken Masterherz. Soll ich dir ein Schwert verbessern? Ja, bitte. Dann an die Arbeit. Los geht's an die Arbeit. Ach, schade jetzt. Ja, der Geselle spricht auch, so wenn der Meister so spricht. So, gib mir nur einen Moment Zeit. Wir schmieden jetzt einen deutschen Panzer. Na, wer hat denn das gedacht? So ein Schwert bekomme selbst kein zweites Mal hin. Kennst du dieses Gefühl, dass man etwas einfach tun muss? Entschuldigung. So ging es mir mit diesem Schwert. Ach, du hast so... Auch du hast wohl vieles, das du tun musst. Vielleicht kann dir dieses Schwert dabei helfen. Wow, das Masterschwert wurde verbessert. Die Schneide ist jetzt noch schärfer. Dieses Schwert ist mein Meisterwerk. Mache Gott und Gebrauch davon. Okay. Ach, klappt nicht. Da sind wir mal gespannt, was dieses Masterschwert jetzt so drauf hat. Ui. Das war jetzt Glück. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo dieses Mai-Mai ist, dass ich die ganze Zeit höre. Das muss ja hier irgendwo sein. Ich höre es doch. Das muss doch hier irgendwo sein. Ah, Moment, ich wollte noch irgendwas machen. Genau, ich wollte mal hier die Mai-Mai-Mama. Die wollte ich mal besuchen. Oje. Mal gucken, was ich so für meine Mai-Mais kriege, die ich bisher gesammelt habe. Da ist auch ein Mai-Mai. Das sammeln wir auch nochmal schnell eben ein, bevor wir gehen. So. 14 Stück schon. Mein Gott. Sind wir die zweite Mai-Mai-Mama. Boah, wie wir hier alles wegfleten hier. Keiner eine Chance. Wo genau war denn nochmal die Mai-Mai-Mama? Ich krieg das nicht mehr auf die Kette. So, hier hatte ich mich beschwert, warum die mich überhaupt angreifen, weil ich ja schließlich denen ihre Königin gerettet habe. Ein verirrtes Mai-Mai. Hier kann man nur raus. Ah, also bin ich offensichtlich falsch gelaufen. Wunderbar. Wie immer. Ah, Mann, wo war das denn? Ach.
Ich weiß noch, dass das so eine vermaledeite Höhle war. Vermaledeit. Das sagt heute auch keiner mehr, ne? Und ich glaube, ich der einzige Mensch, der das noch sagt. So, da ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Hier kann ich an der Wand. Bringt auch nichts. Ne, dann war es weiter irgendwo da unten. Ich weiß, ich bin ein ganzes Stück hier lang geschwommen. Wie habe ich denn da nur ein Viertel von einem Herzen verloren? Wie geht das denn? Oder seit wann geht das denn? Oh, da ist ein Durchgang, den wir noch nicht entdeckt haben. Gehen wir da einmal kurz durch und wieder zurück. Weil hier haben wir ja schon gelöst. Oder hatten wir den Durchgang schon? Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ist auch egal. Wichtig ist, dass wir die Mai-Mai-Mama finden. Oh, Herz. Mitnehmen. Mein Gott, was verstecken die sich denn im Wald? Im Gras? Da ist wieder ein kleines Mai-Mai, an das ich nicht rankomme von hier aus. Ha, irgendwo muss ich doch hier wieder ins Wasser können. Hier bin ich doch vorhin irgendwo ins Wasser, ne? Und dann muss ich einfach mal in die... Nee. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Kann nicht so schwierig sein, wieder zurück ins Wasser zu kommen hier. Die friedliche Musik macht's auch nicht besser. Auf einmal fliegen die Viecher überall rum. Es ist, als wenn sie kein Zuhause hätten. Wahrscheinlich schwimme ich jetzt von der Mai-Mai-Mama weg, ne? Ich hab's so irgendwie im Gefühl. Oh, ein Schlitz. Der könnte vielleicht gleich von wichtiger Bedeutung sein. Na, wir müssen ja auch noch nach da. Unten. Komm, gehen wir eben durch den Schlitz. Damit wir das hier markiert kriegen auf der Karte. Sonst wird das ja nicht markiert. Finde ich doof eigentlich, dass man den Eingang erst benutzen muss, damit er auf der Karte markiert wird. Aber wisst ihr was? Wenn wir jetzt schon mal hier sind... Gameblamer, Held von Hyrule. Hier liegt ein Labyrinth der Flammen. Du benötigst besondere Ausrüstung, um gegen die Flammen zu bestehen. Ich spüre, dass sich dort ein hervorragender Mensch befindet, der einem Weisen wahrlich gerecht wird. Bitte rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Lurule. Okay. So, schwimmen wir mal da hinten hin. Oh, eine Fee. Eine Fee. Und wieder ein Mai-Mai. Dass sie sich in allen Welten da irgendwie verlaufen haben, ne? Schon seltsam. Ich habe meine Kleinen aus den Augen verloren. Nicht eines von ihnen ist zurück. Ihnen wird doch nicht zugestoßen sein. Ja, komm, quatsch mich nicht voll. Denen ist schon nichts passiert. Jetzt muss ich auch noch Schildkrötenbabys suchen, oder was? So, wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Ach da. Oh, ein Schildkrötenbaby. Ja, toll. Wie soll ich das denn retten? Ich kann ja nichts machen. Ach so.
Ach, ich kann es mir schon denken. Und zum Dank... Ach. Und zum Dank kommt die Schildkrötenmama bestimmt und hilft mir. Ich hatte solche Angst. Jetzt schwimme ich schnell zu meiner Mama zurück. Diese schlimmen Monster hatten mich umzingelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da nochmal rauskomme. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Oh, so bin ich eben. Ah. So, irgendwo noch ein Schildkrötenbaby da. Zack, ab ins Wasser mit dir, kleiner Schlingel. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich kann nicht mehr auf die Beine und da war ein Monster und ich hatte solche Angst. Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich bin besser schnell zurück zu ihr. Yeah. Ui. Ja, da lässt er vor Schreck, dass er einen Mai Mai gefunden hat, den Brocken fallen. So, kann ich vielleicht hier an den Wänden ein bisschen lang latschen dann? Bringt nur nix. Bringt so gar nix. Oh, da ist noch ein Schildkrötenbaby. Vielleicht... Nee, da fehlt noch ein drittes, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich dir für die Rettung meiner Kleinen danken soll. Doch, eines ist noch nicht zurück. Es will immerzu die Welt erforschen, leidet aber unter Höhenangst. Ich fürchte fast, dass mein kleiner Entdecker den Weg zurück nicht mehr finden konnte. Hm. Vielleicht noch hier lang? Kann ja alles sein. Da könnte man auf jeden Fall hochgehen. Naja, Höhenangst, erforschen. Also es liegt eigentlich nahe, dass das irgendwo hier ist. Oh, da ist, da könnte man eigentlich vielleicht... Jawoll. Diddle, 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 diddle. Was ist da versteckt? Oh, Feen, 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 gib mir Energie. Mit der Macht der Liebe. Oh Mann. So, mal eben hier durch den Schlitz, damit der aktiviert wird oder auf der Map angezeigt wird oder wie auch immer man das nennen möchte. Und direkt wieder zurück. Boah, ist der Kaffee. Wenn er mal ein bisschen zieht schon mal, ist er richtig gut. Oh. Ach, was springst du denn da runter? Bleib da oben. Oh! Hm. Na komm, wo ist denn die letzte Schildkröte? Wo ich meine Wut halt an den Blumen auslassen. Wir sind doch alle ein bisschen Blumer. Na! Freche Krabben hier. Da ist noch ein Mai Mai. Hast du dir so gedacht. Wo man die Viecher überall findet, ist der Hammer. Okay, hat rein gar nichts gebracht, hier oben lang zu gehen. Wo kann denn noch die blöde Schildkröte sein? Da sind noch ein paar Feen. Ja, hier hoch kann auch noch sein, ne? Oh. Nee, der Wasserfall ist bestimmt nicht richtig. Moment. So, nee. Der Wasserfall ist bestimmt nicht richtig.
Mann, du Mistschildkröte, wo bist du? So, hier sind wir auch noch oben nicht lang gelatscht. Kann ja genauso gut sein. Gehen wir mal hier zum Plateau. Oh, eine Schatzkiste. Das ist auch gut. Ach komm. Ich hab keinen Bock, mich da rumzuärgern. 100 Rubine. Ich fühle mich reich und schön. Wir werden diese Folge hier nicht beenden, bevor wir nicht die dumme Schildkröte gefunden haben. Oh, ein Händler. Oh ja, ein Schild gibt es schon für 50 Rubine. Ich hab doch schon ein Schild. Warum soll ich den kaufen? Ist doch Blödsinn. 77 Rubine? Ja, okay. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit, das Mistviech. So. So, jetzt noch die Schildkröte. Das wäre nicht schlecht. Ach. Stell dich nicht so an. So, wir wissen doch, wie es geht. Denn ich weiß nicht, wie es geht. Ja, hier mittendrin, da waren wir doch schon. Da haben wir schon wieder die Mama-Schildkröte. Wo kann die Schildkröte denn jetzt noch sein? Hier haben wir die andere gefunden. Wir sind nur jetzt einmal rum, oder? Wir haben auch jeden Flussarm einmal durchsucht. Hier haben wir die andere Schildkröte gefunden. Da sind wir vorhin hoch. Mann, 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 ist das wieder verworren hier. Finde ich schön, dass hier die ganze Zeit Feen drumherum schwirren. Kommen anscheinend immer neue. Dumme Schildkröte, wo bist du? Ich finde sie wieder nicht. Wir waren aber auch schon überall an Land, ne? Nee, stimmt gar nicht. Doch, hier sind wir einmal rum. Von da oben aus. So, hier sind wir einmal auch komplett lang gegangen. Okay, da lang geht's nicht. Da auch nicht. Hätte ja klappen können. Wenn er Höhenangst hat, dann kann der ja nur irgendwo in der Tiefe sein. Toll, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so tricky. Ja, da kann ich nicht lang. Oh, da ist die. Habt ihr sie gesehen? Versteckt sich in der Wand. Mann, Mann, Mann. Da muss man erstmal drauf kommen. Ach, ich habe so lange da oben auf Rettung gewartet. Ich dachte, dass ich nie wieder von dort fortkomme. Hier im Wasser geht es mir schon viel besser. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Tadada. Ui.
Ein Schildkrötenturm. Wie kann ich dir nur für die Rettung meiner Kleinen danken? Ich habe nichts, was ich dir zum Dank geben könnte. Du kannst mir aber auf den Rücken steigen, wenn du magst. Dann fahre ich dich gerne etwas herum. Den Kleinen gefällt das auch immer. Was? Du machst dir Sorgen, dass deine Schuhe schmutzig sind? Ich bin doch keine Schildkröte und kein Teppich. Das bisschen Schmutz macht gar nichts aus. Steig nur auf. Ja, und wie das Schildkröten-Taxi so ist, sehen wir in der nächsten Folge. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.